Hallo ihr Online-Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid ihr grüßt. Und heute geht es um das Thema Bing-Fakten und die Frage, ob du dich mit diesen Zahlen beschäftigt hast. Viel Spaß bei meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute geht es zum Thema Bing-Fakten. Das heißt, wir gucken uns ein paar Zahlen an, um dir letztlich zu zeigen, welches Potenzial dir Bing bietet. Im letzten Video und letzten Beitrag haben wir Google und Bing ja ein Stück weit verglichen. Wir brauchen hier nicht darüber diskutieren, dass Google natürlich der absolute Platzhirsch unter den Suchmaschinen ist. Google hat eine wesentlich höhere Reichweite. Wenn du dir alleine ansiehst, wie viele Suchanfragen in 60 Sekunden bei Google gestellt werden, da kommen nicht viele Suchmaschinen hinterher. Dennoch, wie du gleich sehen wirst bei den Zahlen, ist es letztlich so, Bing ist meist immer auf Platz 2 und bietet natürlich dementsprechend auch Potenzial. Zudem kommt, und das ist ein Punkt, den du immer im Hinterkopf behalten solltest, bei Bing war es in den letzten 3 bis 5 Jahren so, dass die Nutzeranzahl, also derer, die Bing nutzen, stetig gestiegen ist. Das heißt, auch der Marktanteil, wie du es im letzten Beitrag gesehen hast, ist natürlich dementsprechend mitgestiegen. Und dieser Trend wird sich definitiv weiter fortsetzen. Natürlich wird es hier keine sprunghafte Steigerung sein. Es wird eine kleine, aber permanente Steigerung sein. Und dennoch, sage ich jetzt mal, ist es auf jeden Fall wichtig, dass du die Suchmaschine zusätzlich als Traffic-Quelle nutzt für deinen Blog, für deine Webseite. Nimm es mir nicht übel, ich habe mir einen kleinen Notizzettel gemacht. Der alte Mann hier kann sich nicht mehr alle Zahlen merken oder zumindest nicht so viele Zahlen. Also nimm es mir nicht übel, wenn ich da ab und zu mal raufgucke, um letztlich die Zahlen auch richtig rüberzubringen. Fangen wir als erstes an. Ich hatte es eben schon angesprochen, ne, bei Google gibt es in 60 Sekunden ca. 2 Millionen Anfragen. Bei Bing ist es letztlich, also weltweit, werden ca. 15,5 Milliarden Anfragen gestellt, monatlich gesehen. Auf Deutschland bezogen sind es dann immer noch 435 Millionen Anfragen. Das ist natürlich weitaus weniger, als es bei Google ist. Das hatten wir anfangs schon. Und dennoch ist es letztlich so, dass das natürlich eine Menge Potenzial bietet. Und wenn du jetzt natürlich deine Beiträge nur für Google optimierst, verlierst du den Teil deiner Zielgruppe, der täglich Bing nutzt. Und den kannst du dann, wenn du deine Beiträge für Bing optimierst, dann natürlich ebenfalls wieder erreichen. Ein weiterer Punkt, der ist natürlich ganz, ganz wichtig und auch den solltest du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Dadurch, dass eben der größte Teil der Webseitenbetreiber die Beiträge und Webseiten für Google optimieren, ist natürlich der Konkurrenzkampf auf Bing oder bei Bing wesentlich geringer. Ja, die Zahlen oder auch die Zahlen, die du unten in meinem Blogbeitrag siehst, da habe ich mal versucht, so ein bisschen branchenintern zu arbeiten, also auch nischenintern zu arbeiten. Ist es natürlich so, dass viele der Zahlen natürlich innerhalb der Nischen noch mal ein Stück weit sinken. Dennoch ist innerhalb der Nischen nicht so ein großer Wettkampf, wie es bei Google der Fall ist. Wenn du zum Beispiel einen Reiseblog hast oder du bist im B2B-Bereich unterwegs, dann habe ich unten in meinem Blogbeitrag ein paar Bing-Fakten für dich, die für dich definitiv interessant sind. Also liest dir am Ende des Videos auf jeden Fall das Video durch. Kommen wir mal kurz zu den Nutzerzahlen. Weltweit nutzen 677 Milliarden Nutzer Bing und hier in Deutschland sind es 21 Millionen Nutzer, die du erreichen kannst. Natürlich ist Bing eine Suchmaschine, die gerade in den USA sehr beliebt ist. Also da ist natürlich der größte Anteil, der Bing nutzt. Dazu musst du aber auch wissen, auch bei Bing ist nicht alles, alles Gold, was glänzt. Natürlich gibt es auch da den einen oder anderen negativen Aspekt, genauso wie es bei Google letztlich ist. Was ich jetzt zum Beispiel meine, ist, dass natürlich Bing so den etwas größeren Marktanteil im Desktop-Part hat, wobei aber Google, und das ist natürlich der Part, der im Moment natürlich ganz weit oben ist, den größten Marktanteil im Mobile-Bereich hat. Und da zieht natürlich Bing erst gerade ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, hinkt Bing einfach noch ein bisschen hinterher. Von daher, dennoch ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, den Traffic nochmal zu erweitern, den Traffic zu erhöhen. Wir haben zum Beispiel die Nutzer, jetzt nur auf Deutschland bezogen, da sind zum Beispiel 60% der Nutzer nutzen die Suchmaschine für Produktsuchen, 40% um Marken zu entdecken.
Das ist trotzdem noch interessant, gerade beim Punkt Markenentdeckung, wenn du gerade erst angefangen hast, ja, dich als Marke zu etablieren, dann suchen eben halt die Nutzer auch da nach Marken. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das verstehst. Der nächste Punkt, der auch noch extrem wichtig ist, die Kategorien, auch die Kategorien, die du unten in meinem Blogbeitrag findest, die sind natürlich abhängig vom Suchverhalten. Ja, ähnlich wie es Google macht. Google analysiert dein Suchverhalten und aufgrund deines Suchverhaltens kategorisiert dich Google. Ja, du kannst natürlich anhand deines Suchverhaltens auch in mehreren Kategorien landen. Und genauso macht es hier Bing. Ja, das heißt, also die Zahlen sind immer Zirka-Werte, weil du als Mensch ja mehrere Interessen haben kannst, kannst also auch in mehreren Kategorien landen. Und dadurch, dass die Zahlen auch unten im Blogbeitrag Zirka-Werte sind, schau sie dir aber auf jeden Fall an. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. In den nächsten Beiträgen werde ich dir natürlich zeigen, wie du das Ganze letztlich mit deiner WordPress-Installation verknüpfst. Das machen wir dann höchstwahrscheinlich in einem Tutorial. Aber wichtig für dich, um dieses Video hier nochmal zusammenzufassen, Bing hat nicht nur zwei Nutzer, Bing hat mehr als 677 Milliarden Nutzer, die letztlich die Suchmaschine nutzen. Von daher, auch hier findest du deine Zielgruppe, gerade den Teil der Zielgruppe, die Bing tagtäglich nutzen. Von daher rate ich dir auf jeden Fall, nutze beide Suchmaschinen und optimiere deine Beiträge auch ein Stück weit für Bing. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wie du das Ganze machst, das machen wir in den nächsten Videos und in den nächsten Beiträgen. Ja, um diese letztlich nicht zu verpassen, solltest du auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Das nächste, was ganz, ganz wichtig ist, klar, und ich möchte das hier auch auf jeden Fall nochmal klarstellen, Bing zieht oder liegt natürlich weit hinter Google. Ja, was die Reichweite angeht, was die Suchanfragen angeht, liegt Google natürlich auf Platz 1 und ist absoluter Platzhirsch. Dennoch, wie du an den Zahlen unten in dem Blogbeitrag siehst und auch an den Zahlen, die ich dir gerade mit an die Hand gegeben habe, Bing bietet dir Potenzial und das solltest du definitiv nutzen, um deine Beiträge oder um deine Produkte oder Dienstleistungen weiter anzubieten. Am Ende des Tages musst du dich fragen, hast du was zu verlieren? Nein, definitiv nicht. Wenn du deine Beiträge für Bing zusätzlich optimierst, du gibst kein Geld aus, lediglich ein Stück weit Zeit investierst du hier, um am Ende des Tages vielleicht 10, 20, 40, 100, vielleicht 200 neue Nutzer auf deinem Blog zu haben, die dann aber am Ende des Tages natürlich auch konvertieren können. Somit steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Produkte und Dienstleistungen an den Mann bringst oder an die Frau. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, mehr Videos von mir sehen willst, die folgenden Videos nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denk immer dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video. Bing-Fakten. Hast du von diesen Zahlen gewusst?